Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Legends Awakening bzw. Awakening. Gut, also ich habe jetzt hier mal, na gut, die letzten zwei Folgen waren ja hier beim Unterwassertempel. In der letzten Folge kam es ja zu dem Fazit, dass alles weg ist, aber ich war einfach nur zu inkompetent. In Wirklichkeit habe ich mich nur auf den falschen Server eingeloggt, weil da zwei waren, die einfach ganz genau gleich hießen. Und ja, ich bin dann dorthin gekommen, habe meine Sachen wieder gefunden, habe noch ein bisschen gefarmt. Ich habe da auch ein Video von gemacht, aber fand ich jetzt nicht so spannend. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt mir das mal, dann lade ich auch das hoch. Und ansonsten habe ich mein Haus ein bisschen weiter gebaut. Übrigens nicht wundern, gleich kommt nochmal jemand vorbei, mit dem ich gehandelt habe, beziehungsweise handeln will. Der tauscht mit mir ein bisschen Kohle gegen Karotten. Und ja, das hier draußen, das ist jetzt mein Haus. Beziehungsweise die Kohle habe ich schon. Das hier ist mein Haus. Das wird so eine kleine Hobbit-Höhle. Da habe ich hier mein Grundstück so ein wenig untergraben, beziehungsweise drunter ausgestattet mit Erde so. Es wird auch noch schön gebaut. Dann kommt so eine Wurzel drunter. Und hier oben möchte ich dann Wasser runterfließen lassen. Ja, hier geht's rein. Die Türen lasse ich mal offen. Hier ist ein kleiner Briefkasten. Das habt ihr draußen schon gesehen. Da kann man jetzt Sachen reinwerfen. So, wird vom Trichter aufgesammelt. Und wird dann hier in diese Kiste gelagert. So, dass man auch von außen, wenn die Tür zu ist, irgendwie was mit zukommen lassen kann. Außerdem habe ich hier hinten meine wunderbare kleine Hühnchenfarm. Hier, warte, ich muss mal kurz dem Typen schreiben. So. Ja, und die produziert so viele Eier. Ich ernähre mich nur noch von Hühnchenfleisch, weil ich davon so viele habe. Kann ich eigentlich mal weiteres durchmessen? Ich habe jetzt genug Kohle. Und ich würde sagen, ich gehe mal schnell zu dem Typen hin. Beziehungsweise gebe ihm seine Karotten. Und dann bauen wir das mal ein bisschen weiter aus. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt, wie ihr seht. Ja, das einzige Problem ist, ich finde irgendwie keine Dias. Ich habe so lange gesucht, finde keine Dias. Dann F3. So. Das mache ich mal weg. Jetzt kann ich mir das kopieren. Okay. Jetzt kann ich mir den Chat clearen. Und sagen, okay. Minus 86, 88, minus 282. So. Jetzt warte ich einfach mal. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde einfach keine Dias. Ich habe einmal von 2:30 bis 7 gefarmt. Ich habe nicht ein Lapis. Und nicht ein Dia gefunden. Ich habe einfach immer noch Eisenzeug. Außer mein Hemd ist kaputt gegangen. Und ja, keinen Plan, wie ich an Dias kommen soll. Das ist echt mies. Wenn da jemand eine Idee hat, dann sagt mir es. Und ansonsten erkläre ich jetzt hier während der Wartezeit einfach mal so ein bisschen das Serverprinzip. Da wurde nämlich lange drum gerätselt. Und zwar, beziehungsweise wussten es viele nicht. Und zwar, man hat hier diese vier Fraktionen: Elfen, Zwerge, Zandalen und Menschen. Und die haben eine Bauwelt, in der sie halt bauen können, sich ausrüsten können. Und die Farmwelt. In der Farmwelt können sie Sachen farmen. Und dann gibt es die UTC-Kämpfe. Die UTCs, die geben Gold. Oh, wir können uns für UTC jetzt neu anmelden. Das werde ich demnächst auch mal machen, aber dazu brauche ich halt Equipment. So. Ja, wie gesagt. Für das UTC bekommt man dann halt Gold und ich glaube auch Ruf, und dieses Ruf, das ist so eine Sache, damit bekommt man etliche Vorteile. Und hey, cool, wer ist denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Und dadurch bekommt man etliche Vorteile. Wenn man 1000 Ruhm hat, kann man zum Beispiel auch hier so Sachen abbauen. Das ist ganz cool. Und ansonsten bekommt man Gold, und dieses Gold, davon kann man sich Blutsplitter kaufen, und davon kann man sich so Sachen wie magische Schwerter oder Rüstung kaufen. Dann gibt es so verschiedene Sachen wie zum Beispiel episch oder seltene Rüstungsteile und so weiter. Ja. Oh lol, da oben ist jemand. Ich glaube, das ist der, mit dem ich handeln wollte, oder? Ja. Gut, sehr schön. Gut, ja. Und ich war gerade bei
den Blutsplittern und den epischen Sachen, ja genau. Und diese Sachen kann man dann wieder verwenden, um mehr UTCs zu gewinnen und mehr Ruhm zu erhalten. Also man muss praktisch versuchen, Ruhm zu erhalten. Das ist hier das Ziel auf diesem Server. Und ansonsten zählt natürlich auch so ein paar Sachen, wie das schöne Haus. Das ist auch, beziehungsweise sehe ich als ziemlich wichtig. Und das, was vielen Leuten fehlt, zum Beispiel, wenn jetzt einer kommt, der das erste Mal auf dem Server spielt und noch nichts hat und in die Farmwelten kommt und die irgendwie erst in einer Stunde resettet werden und alles weg ist, dann sehe ich das zumindest als Selbstverständlichkeit, dass man dem mal ein bisschen Essen gibt oder sowas. Und dann gibt es die Spiele, so, kann mir jemand Essen geben? Ich hab nichts. Und dann gibt es so Spieler, die sagen dann, ey, bla bla bla, geh dich vergraben, keine Ahnung was. Ja. Also nicht nur auf den Ruhm von den Teilen, die man halt bei UTCs bekommt, nicht nur den virtuellen Ruhm, sondern auch, dass man so ein wenig Ehre bekommt. Das denke ich ist auch ganz wichtig. Ich könnte ja mal so ein Tutorial machen, wie man richtig auf Servern spielt. Nicht so wie die meisten Leute, die so richtig soziale Spieler sind. So, ansonsten habe ich jetzt hier noch schöne Unterwassertempel-Sachen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal einen suchen gehen und mir solche schönen Shards holen, damit ich auch solche Seelaternen machen kann. Damit möchte ich nämlich Beleuchtung ein bisschen machen. Die sehen nämlich ganz nice aus. Und jetzt überlege ich gerade noch, wie ich das baue. Ich mache mir meine Axt. Drei Eisen. Enderperlen habe ich übrigens auch ein paar bekommen. Insgesamt habe ich 4 Stück. Ja, 4 Stück. Und ja, ansonsten hat Leder. Leder ist auch wertvoll. Haben wir jetzt schon 10. Und Sticks. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich noch Eisen im Inventar hatte. Mache ich mir gleich 2 Äxte. Baue ich das hier mal wieder ab, genau. Und jetzt mache ich hier mal so eine Stütze hin. Ich darf das jetzt natürlich nicht so gerade bauen, wenn ich bin hier in. Ja, das gefällt mir nicht. Ich bin hier in einer Höhle. Ich will ja so Hobbit-Höhlen-Style bauen. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Ich habe auch ein paar Steinziegel geholt und jede Menge Naturzeug und verschiedene andere Blöcke, sodass wir auch viel Abwechslung reinbringen können. Ich überlege auch, ob ich so ein bisschen grüne, von den dunklen grünen Prismarinenblöcken was reinbaue. Ja, hier habe ich jetzt auch Melonen. Damit kann man auch noch was anstellen. Die sehen ganz nice aus. Hier ist Stone Tricks. Dafür kann ich den hier reintun. Und ich würde sagen, ja, also auf jeden Fall, auch wenn der Nether funktioniert, gehe ich mal wieder, was heißt, gehe ich mal wieder, gehe ich in den Nether und farme mir da ein bisschen was zusammen. Ach verdammt, ich habe die schon wieder falsch platziert. Ich bin einfach zu inkompetent dafür. So, jetzt habe ich die aber abgebaut. Jetzt habe ich die aber abgebaut, ja. Jetzt habe ich aber mal Platz, um hier ordentlich was zu bauen. Und zwar möchte ich haben Fences. Fences will ich haben, genau. Fences brauche ich. Fences habe ich nirgends mehr. Muss ich mir welche craften? Ach, wie ging das nochmal? Also man braucht Sticks und das, genau. Dann bekommt man diese. Und davon brauche ich jetzt ein paar. So, passt schon. Gut, dann haben wir jetzt hier Fences. Und dann die Fences, die place ich nach hier. Oh Gott, ich brauche so viel mehr von denen. Und dahinter kommt das Dormtricks. Ah, nee, ich weiß, was dahin kommt. Da kommen keine Fences hin. Ja, genau so sieht es übrigens aus, wenn ich auch sowas baue. Also, ich kann zwar, oder zumindest denke ich von mir, dass ich ziemlich gut bauen kann. Aber, ja, so sieht das halt bei mir mal aus. Es dauert Ewigkeiten. Baue ich das nochmal ab und habe ich eine andere coole Idee, dann verwerfe ich die coole Idee wieder. Ja, so ist das halt. Sowas, wenn ich sowas hier baue. Oh, da ist jemand. Diesen Berg kommt man halt echt mies hoch. Ich habe schon mal überlegt, ob ich so einen Supporter frage, aber die Supporter antworten bei sowas nie. Die sind halt echt nur für
Beziehungsweise sind nicht dafür zuständig, kann ich jetzt nichts dagegen sagen. So. Nice, jetzt haben wir hier diesen Hintergrund, wo sich das so leicht hochschlängelt. Und dahin platziere ich jetzt die Fences, da so an die Seite dran. Obwohl, nee. Warte, da müssen jetzt Stonebricks hin. Oder am besten noch Stonebrick-Treppen. Genau. Perfekt. So. Oder doch lieber so. Ja, so. Das sieht auch cool aus. Der jetzt hier abgebaut. Der wird abgebaut. Da kommt da wieder einer dran. Und jetzt muss ich mir wieder Buildingblöcke bauen. Ja, so sieht das halt echt aus. Deswegen, das ist immer sehr langwierig. Da kann ich diese ganzen schönen Baufolgen eigentlich nie aufnehmen, außer in Zeitraffer-Form. Ich mache mal einen kurzen Cut, bis ich ein bisschen was. So, ich habe jetzt hier mal ein kleines bisschen weitergebaut. Und die ganze Wand sieht jetzt bereits so aus. Das sieht schon ziemlich nice aus, finde ich. Kann ich auch ein schönes Thumbnail mitmachen. Hier habe ich meine Banner hingehängt. Ansonsten, ja, ich brauche ein bisschen Wolle. Das werde ich mal ein bisschen farmen gehen. Ich habe mir schon eine Schere gemacht. Hier habe ich jetzt ein kleines Kistenlagesystem. Da werde ich hier oben oder da dran Schilder hängen. Hier ist ein Ofen. Da ist eine Werkbank, wenn man mal schnell einen braucht. Ansonsten habe ich hier einen kleinen vollautomatischen Ofen hingezimmert. Du tust hier deine Kohle rein. Die wird da reingefüllt. Und jetzt habe ich hier irgendwie Hühnchen. Irgendwas, was ich braten kann. Ja, komm, brate ich mal einen halben Stick. Na gut, brate ich das hier durch. Zack, die Cobblestones oben rein. Dann werden die Cobblestones hier reingefüllt. Und hier unten kommt dann der fertige Cleanstone raus. Das ist ein ganz kleines, nices System, was einem aber gelegentlich viel Arbeit erspart. Gut. Ansonsten, ja, werde ich das hier noch ein bisschen ausbauen müssen, denn, also ich finde, diese Seite hier sieht schon ziemlich nice aus. Aber es fehlt halt so noch dieses, das Detailreiche. Das ist das, was noch fehlt. Und dann nochmal ein bisschen was zu den Plänen, die ich noch habe. Ich möchte dann hier hinten, beziehungsweise da oben kann ich das dann auch schon mal markieren. Hier in dieser Ecke, das Ganze so ein bisschen fortführen mit einem Baum, der hier noch oben drauf wächst. Also hier wird dann so die erste Wurzel kommen, der wird sich so ein bisschen runterhangeln. Hier kommt ein kleines Fenster rein, eine zweite Etage da unten. Und ja, dann wird hier noch so ein kleiner Baum drauf entstehen mit einer Baumkrone. Und du kannst, da ist eine Wendeltreppe drin im Baum und du kannst dann auf die Baumkrone drauf und in die Baumkrone rein. Das ist so der Plan, den ich noch habe für die zukünftigen Projekte. Ah, ich habe das Hühnchen gefunden. Ja, und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein richtig nice Bauwerk. Ich werde noch ein bisschen weiterbauen. Aber das seht ihr dann nächstes Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.